Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu For Honor. Ich habe von Games Planet einen Key bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich kann euch jetzt hier mal ein bisschen was vom Spiel zeigen. Wir befinden uns gerade im Tutorial. So, bevor wir nämlich in diese Singleplayer-Kampagne reinspringen, wollte ich euch ein bisschen zeigen, wie das ganze Spiel überhaupt funktioniert. Und was man da so beachten muss und pipapo. Aber das sehen wir ja gleich alles. Noch ist es relativ unspektakulär. Ich habe mir einen Wikinger gebastelt, weil die haben die coolsten Bärte. Ne? Das macht soweit Sinn. Und wir müssen jetzt einfach hier noch ein bisschen... Das ging schnell. Die Deckung wechseln. So, das ist relativ easy. Haben wir jetzt erledigt. Deckungsmodus. So, ändere deine Deckung nach links. Und nach rechts. Und wieder nach links. Und wieder nach rechts. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer. So, zack. Weil es kommt nämlich im Spiel darauf an, wer von wo mit was angreift. Ne? Wenn man von links angreift, muss man links blocken und es muss alles relativ zügig vonstatten gehen. Sieht das hier schon? Drücke und halte B ohne aktiven Deckungsmodus, um das Training zu beenden. Das kriege ich hin. Zack. So. Oh. Ich glaube, der hat Bock. Ich glaube, der hat richtig Bock. Blocken. Um zu blocken, wegen der Entdeckung in Richtung des Angriffs. Gut, das habe ich euch gerade schon gezeigt, wie das funktioniert. So. Jetzt hat das Schwert links, also müssen wir auch nach links. Na? Dann blockt der nämlich automatisch. Das Schwert ist immer noch links, bleiben wir links. Wechselt das Schwert nach rechts, müssen wir auch nach rechts. Also das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und nach oben. Zack. Perfekt. Oh. Nach links. Nach rechts. Und nach oben. So. Drücke, halte B. Zack. Wieder eins erfüllt. Ist übrigens sehr sinnvoll, das Tutorial zu spielen, weil dann kriegt ihr nämlich extra Stahl, glaube ich, ist diese Währung. Und davon könntet ihr euch theoretisch dann 4 neue Helden kaufen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, das Tutorial zu spielen. So, angreifen. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. Leichter Angriff. Wo ist denn, was ist RB, was ist RT? Ich werde es in meinem Leben, glaube ich, nie mehr lernen, was RB und RT ist. Da ist RB. Okay, leichter Angriff, schwerer Angriff. Alles klar. So, muss ich denn machen? Siege mit leichten Angriffen, das sind die, ne? Ja. Solange der nicht blockt, ist das alles gut. Ein bisschen von links draufhauen. Hoppala. So. Knauf ins Gesicht gehämmert, alles richtig gemacht. Da kommt noch einer. Siege mit schweren. Oh, das sind die schweren Angriffe. Oh, den blockt er. Ist einfach die Seite gewechselt und durch das Ding. Können wir auch abschließen. So, was wissen wir? Ach, wir müssen da hinten hinrennen. Ich kann mir eine Aktionsliste angucken. Wo gibt's die denn? Hier. Ah, dann guck mal einer an. Da können wir quasi gucken, welche Fähigkeiten der so drauf hat. Ausfalldeckungsdurchbruch. Okay. Werden wir wahrscheinlich nachher noch erklärt bekommen. So sprintig. Okay. Rennen wir mal zu A. Das Spiel will, dass wir zu A rennen, also tun wir das auch. Oh, hallo. Eroberungszone. Töte alle Feinde einer Eroberungszone und halte sie für einige Sekunden feindfrei, um sie zu kontrollieren. Okay. Das heißt, ich hau dem jetzt einfach derbst auf den Sack. Ne, da blockt der. Oh, oh. Kann ich nicht irgendwie... Oh, da habe ich nicht aufgepasst. So. Wird erobert. Erinnert mich ja so ein bisschen an Rise, ne? Wie heißt das? Son of Rome oder so? Das sah nämlich auch so ähnlich aus. Oha. Jawohl, Massenschlacht. Ausweichrolle. Ah, korrekt. Oh Gott, bin ich schwer. Wo muss ich denn hin? Ist das hier? Hier ist B oder was? Alles klar. Krieger können nicht aufgeschaltet werden. Drücke R, um sie zu... Achso, die muss ich einfach umbringen. Das sind eigentlich nur irgendwelche unnötigen Minions, die keiner braucht. Was? Geile Moves. Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Okay. Sehr geile Moves. Was?
Es sieht halt einfach unfassbar gut aus, das Spiel. Und ich spiel's noch nicht mal auf extremen Einstellungen. So, haben wir's jetzt? Ihr moved jetzt vor. Ja, okay, cool. 100 Punkte bekommen. Und jetzt haben wir da oben noch Punkt C. Den können wir uns auch noch holen. Dann haben wir die drei schon mal eingenommen. Der ist ganz schön flott für so einen dicken Wikinger. Umkämpfen. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ausweichen. Weiche im richtigen Moment aus, um Angriffen zu entgehen. Okay, also einfach nur mit... Okay, komm, hau mich. Nö. Wie verloren. Darf ich es umbringen? Hihi, danke. So. Next one. Oh, wo bist du denn her? Deckung durchbrechen und angreifen. Womit? Ach, mit X oder was? Ah, mit X kann ich die Deckung durchbrechen. Okay, also so. Und dann auf den Sack geben. Okay, das ist easy. Einfach mit X. Muss ich mir merken, dass ich den X-Knopf noch brauchen werde. Deckungsdurchbruch und Wurf. Okay, du kannst die Richtung des Wurfs steuern. Mit Doppel-X. Ah, okay. Dann müsste ich theoretisch ja auch... Kannst du mal? Warte mal. Ich würde ihn da gerne runterwerfen. Das geht da so gar nicht. Okay, also theoretisch kann ich den dann so von Gebäuden oder irgendwelche Abgründe oder so werfen. Besiege den Feind, bleibe in Zone C. Das wäre hier. Welchen Feind denn? Ist doch gar keiner. Das war erschreckend einfach. Herzlichen Glückwunsch, du erhältst 2000 Punkte. So. Ich glaube, das war das Tutorial. Jawohl, wir sind durch. Geil. Mit diesen 2000 Punkten kann man nämlich, ich habe ja die Beta gespielt, da konnte man Helden, war das hier? Das waren noch nicht immer 4, kann das? Ich glaube, in der Beta gab es pro Klasse 3, deswegen ist hier einer mehr dazugekommen. Die gab es in der Beta? Und ihn, glaube ich. Ich glaube, den gab es nicht, ne? Ne, den gab es nicht. Dann ist das hier der neue bei denen von der Beta. Und hier ist es, glaube ich, der hier, ne? Ja. Sehr cool. Und die kann man nämlich auch jeweils anpassen. Rüstung, alles neu, dies, das. Machen wir es erstmal nicht. Wir stürzen uns jetzt einfach mal spontan in ein Multiplayer-Spiel. Kämpfe gegen den Kommandanten deiner Fraktion, um Zugang zum Multiplayer zu erhalten. Alles klar. Keine Ahnung, was das jetzt wird, aber das will ich ausprobieren. Ja, ich hätte gerne meinen dicken Wikinger. Und dann schauen wir mal. Weil ich möchte natürlich euch vielleicht morgen dann noch die ersten paar Folgen Multiplayer zeigen und in den Singleplayer will ich natürlich auch noch reingucken. Und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Wenn der Singleplayer wirklich so cool wird wie bei Rise, dann habe ich Bock. Habe ich richtig Bock. So. Runde 1. Maximal 5 Runden. Oha, wer bist du denn, Kollege? Guck mal, hier, den kann ich runterwerfen. Ich frage mich, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie stark der quasi ist. Oh. Du Penner. Was? So, da oben. Wechselst du hin? Wechselst du überhaupt? So, Ausdauerbalken ist natürlich sehr wichtig. Da will ich drunter werfen. Da, ich will es ausprobieren. Komm. Nein! Aua. Jawohl. Kann ich hinterher springen? Geil. Jawohl. Das ist irgendwie cooler, als ich gedacht habe. So. Und da können wir ihn theoretisch auch runterwerfen. Ich hau mir jetzt einfach mal ein bisschen auf die Nase. Na komm. Verausgab dich, mein Freund. Oh. Ich merke schon, der hat Bock. Komm her. Der Name irritiert mich. Dachte gerade kurz, das wäre eventuell kein Bot. Okay, auf die Ausdauer achten.
Man denkt schon ein bisschen mehr mit, ne? Komm, einfach den Schädel spalten jetzt. Ah. Nice. Es gibt nämlich auch Exekutionen. Das war, glaube ich, eine davon. Sehr cool. Kann man, glaube ich, auch irgendwie freischalten und oder sich gegen Ressourcen kaufen. Irgendwas war da, aber das kann man sich ja mal getrennt davon angucken. So, diese Maps sehen einfach so unfassbar cool aus. Nö, heute nicht. Komm. Mach was. Sonst mach ich was. Ist doch schon mal sehr ungünstig. Was? Oh, 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 oh. Und nicht auf irgendwelche unnützen Kämpfe einlassen. Schade. So ein Schlag von oben dauert natürlich sehr lange, da hat man sehr viel Zeit, die Richtung zu wechseln. Na komm, ich will ausweichen. Üben quasi. Nice. Und das war die andere Exekution. Iau. Nehmen wir sein Genick und brechen es einfach mal. Weil er braucht das eh nicht mehr. Haben wir das auch abgeschlossen. Du hast dein Können bewiesen. Du kannst jetzt auf die Multiplayer-Aktivitäten zugreifen. Sehr cool. Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen. Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst. Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung, abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Okay, das mit den Saisons klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich habe zwar nur die Hälfte davon verstanden, aber das könnte cool werden. Ende der Runde. Ah, in 14 Tagen, alles klar. Und in 5,5 Stunden gibt es ein neues Update mit neuem Territorium. Alles klar, das habe ich verstanden. Cool. So, Freunde, das war jetzt erstmal die erste Folge von For Honor. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen vom Multiplayer zeigen und von der Singleplayer-Kampagne. Ansonsten vielen Dank nochmal an GamesPlanet für den Key. Alles Wichtige zu dem Shop steht unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch auch die verschiedenen Versionen angucken. Pipapo, ich verlinke euch das gerne mal. Und ansonsten sehen wir uns dann die Tage zu einem neuen Video wieder. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.